Herzlich willkommen, Herr Rokos, einmal als Ihr Rokos Verrückten. Heute gibt es eine kleine Einführung in Chronometer, was ein wirklich tolles Tool ist und warum ich trotzdem selber nicht benutze. Bevor wir loslegen, muss ich mir erstmal einen kleinen Schluck von meinem leckeren grünen Saft genehmigen. Boah, das Zeug ist so lecker. Hat Olli gerade hier heute Morgen so eine riesige Saftmach-Session eingelegt mit Äpfeln, Karotten, Spinat, Möhrengrün. Die ganze Küche ist voll. Sau gut. Sau, sau gut. Aber legen wir los. Denn ich möchte heute eine kleine Einführung geben in Chronometer. Chronometer ist ein tolles Tool, wenn du es noch nicht kennst, wo du eingeben kannst, was du jeden Tag so isst. Und dann rechnet das Tool dir aus, wie viele Kalorien, wie viele Mineralien, wie viele Vitamine, wie viele bla bla bla. Alles, was du quasi untersuchen kannst, rechnet es dir aus und dann kannst du sehen, ob du da im grünen Bereich bist, wo du eventuell nochmal nachfeilen kannst. So, wir sind jetzt hier mal im Chronometer drin. Nicht wundern, dass hier so ein Testmodus in der Mitte des Bildschirms steht. Wir haben hier so ein tolles Programm, was in der Vollversion irgendwie 80 Euro kostet und ich habe keinen Bock, das zu kaufen, weil ich es eigentlich sonst nie brauche. Aber so kann ich dir den Bildschirm zeigen und ja, das kriegen wir trotzdem hin, denke ich mal. Ich bin jetzt auf chronometer.com und hier oben hast du vier Reiter. Der erste, den wir uns anschauen, ist Profil. Da kannst du nämlich hier eingeben, wie schwer du bist, wie groß du bist, kannst hier dein Ziel eingeben, möchtest du Gewicht zunehmen, möchtest du Gewicht abnehmen, möchtest du dein Gewicht halten und was deine bevorzugte Ernährungsweise ist. Kannst du hier verschiedene Sachen aussuchen. Für 80-10-10 wählst du die 30 Bananas a Day, hast du hier dein Verhältnis von Proteinen, Kohlenhydraten und Fetten. Und dann weiß quasi Chronometer, wie dein aktueller Stand ist, was dein Ziel ist, was du machen willst und kann dir dann genau ausrechnen, was du denn so essen solltest. Und das ist der erste Schritt und als zweites gehen wir direkt mal in das Diary rein. Und ja, sieht jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend aus, aber ich habe einfach mal gerade eingegeben, was ich denn so gestern den ganzen Tag über gegessen habe. Jedes einzelne Nahrungsmittel habe ich eingegeben. Das ist ganz simpel, klickst du hier auf Add Food, tippst dann ein, ist alles auf Englisch, sonst wenn du einzelne Wörter nicht weißt, musst du schnell mal nachgoogeln. Tippst hier ein, sagen wir mal wegen mir, was haben wir noch gegessen? Apple. So, dann wählst du hier aus, schlägt dir Chronometer vor, ja, Apples, Raw. Kannst dir auswählen, ob du kleine Äpfel, große Äpfel, Gramm, gibt es verschiedene Möglichkeiten, das einzugeben. Und dann klickst du auf Add Serving und dann ist es in deinem Diary dabei. Und dann siehst du hier, was du alles gegessen hast. Und jetzt kommt zum spannenden Teil, und zwar, wenn man weiter runter scrollt, siehst du hier ganz viele verschiedenfarbige Balken. Und das Chronometer zeigt dir quasi, wie viel Kalorien du gegessen hast und wie viel Kalorien dein Ziel gewesen wären. Genauso für Proteine, für Kohlenhydrate, für Fette. Hier siehst du das nochmal in so einem schönen Kuchendiagramm. Und hier wird es jetzt noch detaillierter, und zwar hier siehst du jetzt die einzelnen Vitamine aufgeschlossen, die einzelnen Mineralien, die einzelnen Proteine, Fette, Kohlenhydrate und so weiter und so fort und kannst jetzt quasi genau schauen, wo du gut dabei bist und wo du irgendwie noch Probleme hast. Und wenn man sich das jetzt mal so anschaut, sieht man eigentlich, dass hier Vitamine, Mineralien, Proteine, herrlich, super gut. Also gibt es so einzelne kleine Sachen, wo ich noch mal ein bisschen verbessern kann, aber sonst super gut und ich habe jetzt nicht nach irgendeinem Plan gegessen, ich habe jetzt einfach so gegessen, wie ich irgendwie Bock hatte und so, wie ich jetzt irgendwie mich einfach normal ernähre und es passt wunderbar. Also generell würde ich sagen, Chronometer ist auf jeden Fall ein tolles Tool, du bekommst sehr, sehr, sehr detaillierten Bericht, wie es bei dir aussieht, wo du super dabei bist, wo du noch nicht so super dabei bist und hast so quasi so dein eigenes kleines wissenschaftliches Labor am Start, was dir sehr, sehr, sehr viele Infos gibt. Zum Beispiel, ich habe jetzt gerade gesehen, dass in Sachen Natrium ich da noch nicht so gut dabei bin und dann kann ich nochmal gucken, was da für Natrium, wo kann ich mich da noch verbessern. Von daher ist das schon super gut. Allerdings hat das Ganze auch eine Kehrseite und zwar erstens kostet es halt schon relativ viel Zeit, jeden Tag da sein Essen einzutragen. Ich habe jetzt, weiß nicht, bestimmt 10 Minuten gebraucht oder so. Und außerdem wirst du halt sehr, sehr verkopft. Du denkst dir dann immer so, ich habe das eine Zeit lang, habe ich das auch immer sehr viel benutzt und dann denkst du immer so, ah, okay, was hast du jetzt schon? Du überschlägst dann im Kopf, wie viele Kalorien brauchst du jetzt noch? Und musst du gucken, dass du jetzt noch irgendwie eine Stange Sellerie isst, damit du dann diese Mineralien
Loch gedeckt hast und so weiter. Du gehst quasi dann gar nicht mehr nach dem Gefühl, nach dem, worauf hat dein Körper Bock, nach deinem Hungergefühl, sondern du versuchst dann alles zu analysieren und alles, ja, wie muss ich jetzt noch essen, damit ich da perfekt im Chronometer irgendwie den Tag absolvieren kann. Und das macht keinen Spaß erstens und das ist eigentlich überhaupt gar nicht förderlich für dich. Ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, hör lieber auf dein Gefühl. Dazu ist ja da. Dazu ist ja dieses Hungergefühl da. Dein Körper weiß am besten, was für dich jetzt irgendwie gerade richtig ist, was du brauchst. Wenn du Hunger hast, dann isst du und du isst genau das, wonach du Hunger hast. Und wenn du keinen Hunger mehr hast, dann hörst du einfach auf zu essen. Und wenn du da jetzt an Sachen Kalorien mehr isst, als das Chronometer-Tool dir sagt, oder weniger isst, dann ist es völlig in Ordnung, weil du genau so isst, quasi wie du Hunger hast. Und ich halte generell nicht ganz so viel von diesem Kalorien-Ding, weil es ist halt auch ultra wichtig, deinen Körper mit den ganzen Vitaminen und Mineralstoffen voll zu powern und quasi da deinen Bedarf zu decken. Und du kannst, wenn du den ganzen Tag Reis isst, dann kannst du locker deinen Kalorienbedarf decken, aber in allen anderen Dingen bist du da nicht so wunderbar am Start. Und wenn du sehr viel Gemüse und sehr viel Greens isst, die haben ultra wenig Kalorien, aber die haben halt eine unfassbar große Mineralstoff- und Vitamindichte, größte Dichte oder die dichteste Dichte, wie man sagen will, von allem, was du im Prinzip essen kannst, haust du deinen Körper da so voll mit tollen Dingen, dass er sich auch so gesättigt fühlt. Das ist eine andere Sättigung. Ich habe das gemerkt, wir haben mal ein Experiment gemacht, Banana Island, wenn du es nicht kennst, hier unten ist ein Link eingeblendet. Und wir haben dann später nochmal ein zweites Experiment gemacht, Green Banana Island, ist auch hier der Link eingeblendet. Bei Banana Island habe ich nur Bananen oder auch fast ausschließlich nur Bananen gegessen. Und bei Green Banana Island habe ich darauf geachtet, dass ich nur Bananen esse und aber zu jeder Mahlzeit auch viel, viel Grün am Start habe. Und das Resultat war einfach, bei Banana Island habe ich jeden Tag ungefähr 30 Bananen gegessen, um satt und zufrieden zu sein, war eine gute Sache. Und bei Green Banana Island brauchte ich nur ungefähr 20, weil ich halt diese vielen Greens dabei hatte, die sehr, sehr, sehr viel Vitamine und Mineralien haben, allerdings wenig Kalorien. Im Endeffekt habe ich mich bei Green Banana Island mit den vielen Greens noch viel besser gefühlt und habe aber viel weniger Kalorien essen müssen. Ich hatte dann jeden Tag nur so, keine Ahnung, 2200, also eigentlich weit weniger, als das Chronometer-Tool mir sagt. Allerdings habe ich mich so gut gefühlt und satt gefühlt und zufrieden gefühlt, weil halt einfach diese Greens und die Gurken und die Zucchinis und sowas, die sind halt super, super mineralstoffreich. Also, ich kann dir nur empfehlen, hör auf deinen eigenen Körper. Lass dich nicht von irgendwelchen Zahlen und Tabellen und Statistiken verrückt machen, sondern hör auf deinen eigenen Körper. Du kannst es als Orientierung nutzen, vielleicht zum Start, wenn du dir unsicher bist, gib mal ein, was du so an einem Tag isst und dann guck für so eine grobe Orientierung. Aber ich empfehle dir einfach nicht, jeden Tag das Ding zu benutzen, weil es macht dich nur verrückt. Es macht keinen Spaß und es ist überhaupt gar nicht förderlich. Hör lieber auf dein Gefühl. Wenn du Hunger hast, isst. Wenn du keinen Hunger hast, isst nicht. Und dann kannst du nur auf den richtigen Weg gehen. Und meine Frage an dich, wie stehst du zu dem Thema? Benutzt du Chronometer? Hältst du es für sinnvoll? Findest du es scheiße? Schreib unten in die Kommentare doch mal rein, was deine Meinung zu dem Thema ist. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Vielleicht habe ich da ja auch irgendwie ein verkehrtes Bild und das Tool ist super gut und es kann Dinge, von denen ich noch keine Ahnung habe. Schreib wie gesagt unten rein, was ist deine Meinung dazu? Würde mich sehr interessieren. Wenn dir unser kleines Video für heute gefallen hat, dann unbedingt einen Daumen nach oben geben. Darüber würden wir uns tierischst freuen. Wir sehen uns im nächsten Video. Kanal abonnieren nicht vergessen, dann bekommst du in Zukunft alle Videos, die wir machen, kostenlos komplett, wenn du neu bei YouTube bist, so musst nichts für bezahlen. Alles for free, so wie das sein muss. Wir sehen uns und mach's gut. Ciao, ciao. Herzlich willkommen beim Rohkost einmal jetzt, ihr Rohkostverrückten. Heute geht es darum, wie die Rohkost mein Leben auf den Kopf gestellt hat und es gleich auch mit deinem machen wird.